Was geht ab, Manusi Fighter, Ozer hier. Und im Format Old But Gold, wisst ihr Bescheid, machen wir ältere Dokkan-Events, beziehungsweise die ganzen Dokkan-Events, die noch nicht auf meinem Channel waren, das sind die Dokkan-Events vor dem Agility Rosé und physisch Vegito Blue. Ab da hat mein Channel quasi angefangen. Und davor, die ganzen Dokkan-Events, die davor rauskamen, die wollte ich auf jeden Fall auch mal als Videoformat rausbringen. Deswegen im Format Old But Gold, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und heute machen wir das Event von Golden Freezer. Zum Golden Freezer Event, was gibt es da zu sagen? Wir gehen mal kurz in die Infos rein und schauen uns an, was hat denn dieser Dude zu bieten. Einmal, sie hat Stage, Super Stage, auf Super droppen die Golden Freezer Medaille, die 7 Stück, ganz klar. Und hier steht auch schon im Text ganz drin, ja, wir müssen aufpassen, denn Golden Freezer, so hinterlistig wie er ist, hat er noch eine Trumpfkarte, nachdem wir ihn besiegen. Was heißt das? Das werden wir gleich sehen, aber im Endeffekt heißt es, dass wenn wir Golden Freezer besiegen, er uns doch one-shotten kann mit einer Ulti, es sei denn, wir besiegen ihn innerhalb von 2 Runden mit einer Super-Attack. Aber das werden wir gleich sehen. Ansonsten Golden Freezer, genau, ihr braucht da 7 Sitzmedaillen, um ihn zu awaken, für den Int Golden Freezer 35 und für den Agility Golden Freezer auch 35 Medaillen von den Golden Freezer Medaillen. Ich werde, ja, in Old But Gold Videos nehme ich gerne mal so Teams der Zeit des Events entsprechend, mehr oder weniger, ja, seid mir nicht böse, wenn ich dann einen neuen Charakter nehme, der bei Golden Freezer noch gar nicht raus war, also sagt er nicht, oder du, also ihr könnt das ruhig sagen von mir aus, oder du, der war da nicht drin, gebe ich euch recht, ihr habt da bestimmt sicherlich recht, aber ich kann mich ja auch nicht ganz genau entsinnen, wer da wo online war. Ich werde einfach versuchen, es mit älteren Units zu schaffen, zumal ich gerne ein Intim nehmen würde, ja, mit Buhan als Leader, 70% Leader, damals waren, glaube ich, die 70% Leader, was heißt, glaube ich, da waren die 70% Leader da, an der Macht, sage ich mal. Und deswegen würde ich gerne Buhan nehmen. Frage ist, wen nehmen wir als Friend? Am besten ein All-Types-Leader, wenn wir einen finden. Oder den Friend können wir immer wählen. Das ist ja das Geile hier an der Sache. Oder wir nehmen Angel Golden Freezer, weil er gibt auch Int-Charakteren einen Boost. Heißt, ich könnte Resurrect Warriors nehmen. Ältere, wenn ich da welche finde. Oder Int-Charakter gibt der Key plus 53%. Wisst ihr was? Wir machen das. Heißt, wir nehmen Angel Golden Freezer als unseren Friend. Angel Golden Freezer ist Leader-Skill, haben wir gerade gesehen, da gibt Resurrected Warriors, Key plus 3 auf HP 130%, auf Attack 170%, oder, und das werde ich dann ausnutzen, mehr ausnutzen, in Charakteren Key plus 3 auf 450%, yeah. Heißt, wir gehen erstmal leer und machen das Ganze mal so. Filtern wir das Ganze nach in Charakteren und erstmal nach in Charakteren, weil mein eigener Leader wird auf jeden Fall sein. Ich könnte auch Elegorn nehmen, gebe ich euch recht, aber ich will das mal so oldschool lassen. Ohne ein LR-Lead. Ich nehme mal Buhan und dann würde ich gerne mal direkt schauen, wer ist denn in den Resurrected Warriors von Int-Charakteren, die ich da habe. Kid Buu verzichten wir mal. Kid Buu ist deutlich neuer als Buhan und war noch beim Golden Freezer Event nicht da. Aber ich würde Bardock, Sealer, nehmen wir mit auf jeden Fall. Er ist auch Resurrected Warrior. Yep, Bardock ist ein Sealer, den nehmen wir mit. Das ist, by the way, der World Tournament Bardock. Dann auf Cell würde ich eigentlich gerne verzichten. Der ist nicht so prickelnd. Metal Cooler als Supporter nehmen wir. Und dann nehmen wir noch als Valor Resurrect Warriors und dann besseren Boost bekommt und zudem Angriff des Gegners um 25% senkt. Einfach mal Piccolo mit. Auch ein World Tournament Unit, also so mehr oder weniger free to play, wenn ich das so sagen darf. Dann nehmen wir aber, tun wir mal die Resurrect Warriors weg und nehmen mal weitere Int Units. Und an der Stelle LR Piccolo nehme ich mit, denke ich mal. Er hat Shocking Speed für Buhan, ist tanky, ja. LR auch World Tournament Charakter, so mehr oder weniger free to play. Und dann einen der älteren Int-Charaktere, die hier gut reinpassen würden. Ich hätte natürlich ganz, ganz Lust auf Vegeta dann. Oh, wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich nehme. Ja, wir machen es anders. Wir tun den raus und wir nehmen Vater-Sohn-Duo. Vater-Sohn-Duo. Auch wenn beide nach Golden Freezer kamen. Es sind ältere Units, okay, wir gehen jetzt auf 100%, aber das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Heal nehmen wir mit, so standardgemäß Double Heal, Zenzubin, Dende. Dann nehmen wir auf jeden Fall ein Seal-Item mit, Uranai Baba, weil, wie gesagt, Freezer kann uns potenziell in der letzten Runde one-shotten. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, wollen wir das quasi verhindern. Dann nehmen wir noch Ghost Asche mit und legen los. So, quasi wer hier einen Resurrect Warrior Boost bekommt, ist Angel Gold Freezer, ganz klar, Metal Cooler und Bardock, 3 Stück und der Rest des Teams bekommt Buhan seinen 70% Boost und den Int Boost von Angel Golden Freezer. Wäre immer natürlich gut. Was war das gerade? Wäre immer natürlich gut. Das wollte ich sagen. Like, was war das gerade? Wäre immer natürlich gut, wenn man die Key einsammelt, bevor man gegen den Gegner kämpft. Ja, je mehr Key Charakter hat, desto besser. Leben haben wir 220.000, 225.000. Das war so des damaligen Standards entsprechend. Also passt es an der Stelle.
Und dann bin ich echt gespannt, wie das Team hier macht. Ich denke natürlich, wir werden das auf jeden Fall schaffen, weil wir auf jeden Fall Angel und Freezer da als Friends haben. Aber auch ohne ihn wäre das auf jeden Fall machbar. Mit Double Buan Lee zum Beispiel oder Buan und Elegorn als Friend. Aber wir haben ja leider keinen gefunden. Anyways, wir wollen auf jeden Fall Future Trunks in eine Rotation bringen mit seinem Father. Also tun wir den da mal raus. Und ansonsten passt das eigentlich schon direkt hier. Metal Cooler können wir auf jeden Fall lassen mit Angel und Freezer. Und dann versuchen wir mal nacheinander die anderen Dudes hier rauszunehmen. Und Trunks darf mal die angreifen. Wenn euch das Ganze auf jeden Fall gefallen hat bis jetzt, beziehungsweise dann noch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, Leute, und nichts verpassen wollt, quasi auf dem neuesten Stand bleiben wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, beziehungsweise ja, abonniert mich und drückt auf den aktiviert die Abo-Glocke, ich sag's mal so, damit ihr dann nichts verpasst. Wie gesagt, wenn euch das Ganze natürlich gefällt, ansonsten könnt ihr das Ganze noch von mir aus einen Daumen runter geben, wenn ihr sagt, das gefällt mir nicht. Ist ja alles da, ja. Daumen hoch, Daumen runter, teilen, meilen. Ihr wisst ja, das Ganze im Social Media läuft. Deswegen alles auf eure Verantwortung, aber würde mich natürlich auf jeden Fall an der Stelle freuen, wenn ihr das Ganze supportet und supporten möchtet. So. Okay, Bardock. Bardock hier an der Stelle ist auch nice auf jeden Fall. Bardock ist zum Ziehen da. Vegeta haben wir. Wir wollen ja Vater und Sohn in eine Rotation bringen. Und dann sind wir, denke ich mal, good to go auf jeden Fall. Interessant wird es dann gegen Angel und Freezer selbst eigentlich. Wir haben da Gott sei Dank einen Typenvorteil, aber bis dahin kämpfen wir gegen. Ich glaube, danach kommt Baseform Freezer, wenn mich alles täuscht. Werden wir gleich sehen auf jeden Fall. Bardock sein Ulti ist so geil, oder? Da kommt ein Oseram einfach hinterher und einfach nur geil, dass er das Ganze sieht. Vegeta. Ich finde den Int-Vegeta Blue so insane einfach. Er ist so geil. Genau, Baseform Freezer und dann kämpfen wir uns quasi hoch durch die ganzen Formen vom Freezer, bis wir dann zu der goldenen Form erlangen, bis wir die goldene Form erlangen. Ella Piccolo rotieren wir aus, so oft es geht. Er ist ein Supporter quasi. Elektra, ganz klar, aber an der Stelle ein Supporter. Durch seine Passive. Sorgt dafür, dass das ganze Team wirklich tanky ist. Ich habe ihn nicht auf 100% gebracht oder auf SC10. Ich lasse mir auf jeden Fall Zeit, weil World Tournaments jetzt auf jeden Fall noch geben. Heißt, ich werde auch den ein oder anderen Piccolo wahrscheinlich bekommen aus den Local Preisen. Die werde ich dann auch auf SC10 bomben, LR Shadows bringen, dann den einen LR Piccolo in den anderen reintun und im Endeffekt dann so ihn auf SC20 bringen und ihn dann full dupen wahrscheinlich. Angel Gold Freezer. Angel Gold Freezer hat da kein Erbarmen gegen Freezer selbst. Er sagt zu seinem alten Arzt, zu, bisschen, was heißt alten Arzt, zu seinem alten Ich: Oh, Dude, du warst so bestüt. Du warst so nicht gut damals. Ich mach das. So, Vater und Sohn Action haben wir jetzt hier an der Stelle. Jedoch würde ich gerne. Ich hätte eigentlich gern die ganzen Orbs hier für Trunks, weil pro Key Orb den Trunks einsammelt, bekommt er einen Angriff-Boost und dieser war, glaube ich, bei satten 15%? 15% pro Int-Orb, genau. Und zudem change er ja selbst Int-Orb, beziehungsweise Strength in Int-Orbs, deswegen ist sehr, sehr gut. Mit seinem Vater selbst hat er sich natürlich sehr gute Link-Skills. Wir haben ja Super Saiyan Royal Lineage, Fierce Battle unter anderem, Prepared for Battle sollte auch vertreten sein, wenn er Trunks hat. Und Vegeta selbst, wirklich 1A-Unit, 100% auf seine Passive und verringert Extreme Class Enemies. Also gegen Freezer Villain kämpfen wir, Attack und Death minus 20%. Daher sind wir auf jeden Fall sehr gut bedient mit den beiden in einer Rotation. Achso, beide. Achso. Jetzt bin ich total verwirrt. Aber ich glaube, wir haben glaube ich, gerade gegen die Baseform gekämpft. Haben jetzt, ja, doch, na klar. Ich dachte schon, hä? Wir sehen hier schon Final Form Freezer. Wo war der Baseform? Aber den hat der Angel Gold Freezer ganz gekonnt zur Seite geklatscht. Und Trunks und Vegeta machen hier weiter. Pride of the Warrior Race. Die Vegeta-Karte ist wirklich richtig geil. 1,3 Millionen Crit. Like auf einem Lead, wo er nur 70% selbst von Buran bekommt und 50% von Angel Gold Freezer, heißt 120%. Und normalerweise spielt man ja Double Lead, Double 120%. Heißt, das ist dann quasi das Doppelte, also 2,6 Millionen Crit circa, wenn ich das so sagen darf. Gut. Buran, unser Dude an der Stelle. Buran, finde ich wirklich overall, als er damals rauskam, war er wirklich eine richtig gute Karte. Ganz klar sein Leader, er war damals der damalige Gottleader für die Int-Charaktere, aber er hat durch die seine Ulti-Angriff und Verteidigungsgegner gesenkt. Zudem hat er eine 30%ige Chance gehabt, dass seine Ulti sich transformiert und mehr Schaden macht. Aber das Geile an ihm war, dass er für jeden Key, den er einsammelt, 12% auf seinen Angriff bekommt. Und das Obergeile, dass er sich um 3000 HP hielt. Damals hat es wirklich sehr viel ausgemacht, jetzt eher nicht so in dem Spektrum, dass man so viel HP hat in einem Team. Aber damals hat es so 3000 HP pro Orb auf jeden Fall viel ausgemacht. Und sein Link-Skill-Setup ist wirklich sehr gut. Er linkt sich auch gut mit den Heroes, weil er Schatten-Speed hat und Kamehameha, beziehungsweise
Fierce Battle an der Stelle. Big Bad Boss für die Villains nimmt auch mit und das ist auch 1A auf jeden Fall. Anyways, so, dann lassen wir die Dudes hier mal eskalieren. Ich denke, ja, wird das ein One-Shot? Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Aber Potenzial ist auf jeden Fall. Das ist die transformierte Ulti, by the way. Das ist die transformierte Ulti mit den Ghost Kamikaze Attacks. 1 Million, nice. Die eine andere Ulti, die normale ist. Weiß schaut, da tut er quasi so ein. Lässt seinen Schrei ab. Und. Ja, so viel zu unserem Boy Buhan. By the way, über einen neuen Buhan würde ich mich echt freuen, wenn da ein neuer Buhan rauskommt. Ist nicht so unwahrscheinlich, ja. Er hat quasi noch keine Stage 3 auf seinem Dokument und nach werden ja die Stages aufgefrischt, kommt neue Stage dazu. Jüngste Charakter war ja Super Saiyan Blue Evolution Vegeta auf seinem Dokument in JP. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall auf einen neuen Buhan, falls das kommen sollte. So. Okay. Jetzt, ja genau, das ist jetzt die Runde, in dem Freezer uns quasi one-shotten kann. Nach 2 Runden, er hat einen Countdown 3, 2, 1 und nach 2 Runden macht er eine Ulti, quasi da, wo er die Erde zerstört hat im Film. Und dann sind wir one-shot, 1 Million Schaden, danach kann man zwar ein Continue einsetzen oder quasi Jankson, um weiterzumachen. Aber wenn ihr ihn davor besiegt, er hat nur 500.000 Leben, ist es in das 500.000 knapp. Ihr müsst ihn jedenfalls mit einer Super-Attacke besiegen, das wird Vegeta dann hier im Endeffekt machen. Ihr könnt ihn natürlich auch, wenn es hart auf hart kommt, zielen mit einem Item oder mit einem Krack oder stunnen. Dann seid ihr auch good to go und könnt ihn dann besiegen. Aber an der Stelle besiegt bzw. beendet unser Boy Vegeta das Ganze. Er hat da quasi seine Rache genommen, ja. Kakarot hat er das Ganze vermasselt im Resurrection F-Film. Da musste Whis die Zeit zurückdrehen. Vegeta konnte ihn nicht besiegen. Jetzt konnte er es, Gott sei Dank. Beziehungsweise Kakarot ist damals dazwischen gefunkt, als er das Ganze zurückdrehen müssen. Aber ihr wisst ja Bescheid, was ich meine. Nicht so wichtig, das Wichtige hier ist, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, wie gesagt. Wir haben jetzt hier quasi ein älteres Event gemacht, Old But Gold. Oh, Rank 399, sehr cool. Bei 400 habe ich das überlegt, könnt ihr euch auf jeden Fall auch darauf freuen. Und genau, so viel zum Golden Freezer Event. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.